Willkommen zurück zu Lies of Pi. Wir sind im nächsten Kapitel unterwegs und Kapitel 8 ist das jetzt. Unsere Ergos liegen noch hinten beim Clown und ich muss euch ehrlich sagen, hier ist ein richtig geiler Farmspot. Wenn ihr die Puppenschnur auf Maximum habt, kann man damit einiges hier mit dem Gegner anfangen. Ich feier das. Weil hier kann man dann einfach so ein bisschen sich verstecken, sage ich jetzt mal. Und direkt wieder rauf. Okay, das wurde ja festgehalten. Das passiert schon mal. Rauf da. Auf die Schnauze. Direkt so und ran nach. Den kann man relativ schnell fertig machen. Und bekommt dafür auch relativ gut Ergos. Also 990 Ergos. Man kriegt auch leuchtende Ergos dazu. Teilweise bekommt man denn bis zu 3000 Ergos. Noch zusätzlich. Das habe ich alles erst nur von ihm hier bekommen, weil ich das ein bisschen hier ausprobiert habe. Also das, finde ich, hat Spaß gemacht. Kann man schon so sagen. Also wenn ihr hier nur ein paar Level abmachen wollt, kann ich das hier echt empfehlen. Und ja. Ich bin mal gespannt, wie gut ich jetzt hier durch das Game komme. Also wie gesagt, es wird ja auch von Gebiet zu Gebiet schlimmer. Wir kommen gut durch das Game. Ja, läuft. Ich habe meine Waffe noch mal ein bisschen gewechselt und habe die auch noch mal ein bisschen aufgelevelt. Wir haben das Sägeblatt. Dadurch machen wir deutlich mehr Schaden als vorher. Gefällt mir persönlich sehr gut. Die explodieren, die Hunde. Gefällt mir sehr gut. Ist ein bisschen langsam, die Waffe, aber hey, okay. Da muss man halt treffen. Kann ich den fertig machen? Hallo? Und letztes Mal haben wir es ja geschafft gehabt, dass er selber einfach dagegen geschossen hat. Hallo? Nee, funktioniert nicht. Ich glaube, weil der andere Hund noch dazu kam, ne? Ich glaube, das war das. Mist, ich wollte ausweichen. Was war das? Nein! Dann lass mich doch mal ausweichen! Ja, so geht's auch. Weg mit dir. So, sieht er uns da hinten? Ja, mit diesen Fernkämpfern habe ich immer noch meine Probleme. Das wird, glaube ich, auch so bleiben. Ach, Mist. So, passt schon. Passt schon. Okay, einfach draufhauen. Gut, wir schauen jetzt mal, dass wir den Clown irgendwie kaputt kriegen. Ich bin da ein bisschen nervös. Ich mag diese Clowns nicht. Ach, da oben waren die, ja, stimmt. Wait, ich mach noch einen Heiltrank, egal. Ja, 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 ja. Wir lassen die mal da oben machen. Da haben wir noch so einen Hund. Na! Oh, das war Glück. Das meinte ich. Wenn die anfangen zu zischen, einfach weggehen. Oder vorher töten. Body explodieren. So, wo liegen meine Ergos? Bitte nicht da mittendrin, wenn es geht. Ja, 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 schon klar. Ah, natürlich sind die da oben. Das war ja klar. Nein. Weil die sind auch nicht so viel, ist nicht so schlimm. So. Guck mal, ob ich genug davon draufpacken kann. Das wäre auch sehr geil. Ja, das passt. Okay. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich mag den überhaupt nicht, Mann. Keine Ausdauer! Und der macht wieder unseren Schock. Ey. Ich hasse ihn einfach. Na! Wait! Ich bin noch nicht so weit. Die Clowns sind, finde ich, immer mit am schlimmsten. Oha, schaut euch das an. Oha, das ist krass. Das ist sehr, sehr nice. Ah, Mist. Konnte halt nicht mehr abbrechen. Oh, nochmal heilen. Lass ihn mal zu uns kommen wieder. Mal sehen, wie lange es weitergeht, bis er das schnallt. Die Hälsen sind das ja auch nicht immer, ne?
Ja, das ging aber. Das war jetzt nicht so schlimm. Einfach rauf da weiter. Ja, wir haben ihn. Es lohnt sich ja auch immer, die zu machen. Guck mal, wir haben das Legionskaliber bekommen. Finde ich richtig geil. Weil ich würde das gerne noch eine andere Legionswaffe hochwerten. Okay. Jetzt haben wir wieder neues Terrain, wo ich noch nicht war. Da liegen auch unsere Ergos. Ja, geil. Ah, und überall sind hier Fallen. Ha! Bitte nicht runterfallen. Ich will nicht runterfallen. Der ist mir egal. Okay, danke. So, das sammeln wir. Das sammeln wir. Wir können wieder Level up machen. Wir laufen weiter. Ich freue mich immer, wenn ich wieder eine Aufnahmesession machen kann von Lies of P, weil ich liebe dieses Spiel einfach. Auch wenn es hin und wieder mal unfair ist, ist kein Fairkämpfer. Komm her. Ich glaube, ich kann ihn nicht ranziehen, oder? Nee, kann ich nicht. So, dann mach mal irgendwas. Boah! Alter, der Schaden ist ja mal. Sofort erstmal ihn. Ah! Das ist so geil. Der Schaden ist halt heftig. Das sieht hier auch sehr instabil aus. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir auch noch nicht. Doch, hier waren wir. Das sieht doch aber sehr instabil aus. Ich sag das noch! Ja gut, sind wir wieder hier. Ist nicht schlimm. Ich werde jetzt erstmal nicht aufleveln, wir wollen erstmal weiter. Oh, es ist dumm. Ich sag das noch und trotzdem, anstatt einfach rüber zu springen. Probiere ich noch, ob ich, wenn ich drüber rolle, das irgendwie... Ach ja, die sind ja oben jetzt weg. Oh Gott sei Dank. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz da wieder hin. Die auf uns aufmessen. Aber da haben wir auch noch Loot, ne? Okay, das werde ich mir noch holen. Erstmal schauen wir uns, dass wir hier vielleicht den neuen Stargazer aktivieren. Dass ich hier nicht immer wieder diese Strecke machen muss. Dann kann ich einmal nach unten gehen später dann und mir einfach den Loot holen und mich dann wieder zurück teleportieren. Okay. Ach Gott, das muss ich ja wieder springen, ne? Oh Gott, ich werde es versuchen. Ich werde es einfach versuchen. Das ist doch lächerlich. Das ist doch jetzt wirklich nur noch lächerlich. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich bin einfach zu früh gesprungen. Springen ist nicht meins hier in diesem Spiel. Oh, ich laufe komplett in die falsche Richtung. Och, das läuft schon wieder gut bei mir. Oh Mann, ich hasse das. Ich hasse das. Ich finde, dieses Gespringe kann man ruhig rauslassen. Da habe ich gar kein Problem mit. Egal bei welchem Souls-like. Alles andere ist okay. Okay, Vergiftung kann man auch noch rausnehmen. Da habe ich auch kein Problem mit. Wenn ich da jetzt aber runtergehe, dann bin ich auf jeden Fall mit Verderbnis voll. Aber ich glaube, ich habe was dagegen. Oder? Komm schon! Okay, passt, passt, passt. Brauchen wir nicht nochmal extra herkommen. Weil wäre ich jetzt von hier vorne hingelaufen und hätte mir das geholt, dann wäre ich auf jeden Fall jetzt mit Verderbnis voll. Mann, also wenn ich das wieder vergeige, dann machen wir kurz Schnitt, bis ich das geschafft habe. Wait. Ich hasse das. Warum gibt es einfach eine Springtaste? Aber danke. Bitte lass uns hier einen Stargazer haben. Oh nein. Ich höre es schon. Hört ihr den auch? Na komm, dann mach mal deine Attacke. Er hat mich trotzdem noch erwischt, Alter. Okay, war ziemlich zeitgleich auch, ne? Okay, komm. Oh, Mann. Da ist noch wieder so einer. Wir gehen erstmal hoch. Oh. Da steht einer. Was? Oh, ich wollte nicht rollen. Ach, der Schaden.
Das ist... Oh mein Gott, ich falle gleich runter. Okay, danke für nichts, Alter. Super, danke. Das freut mich aber richtig jetzt hier. Okay, jetzt aber. Ach, ist das lächerlich. So, komm. Den schießen wir jetzt einfach so weg. Ah, ich hab nichts mehr entfernt. Ich hab alles beim letzten Mal verballert, ne? Richtig doof. Ja, jetzt aber. Meine Güte. Okay, da ist auch noch Loot. Ich hab mir einen neuen Controller besorgt, dass ich nicht mehr zur Seite falle. Okay, wir müssen den machen, da ist auch Loot. Okay, und wäre man vorher hierhin, hätte er einfach wahrscheinlich runtergeschmissen. Halbmond. Oh, ich glaube, wir können das für unsere Waffe hier benutzen jetzt. Da fehlt mir, glaube ich, nur einer für den. Okay. Ach, da ist noch einer! Oh nein! Ach Mist, stimmt ja. Er macht dir. Ah, Mann, jetzt hör doch auf! So, danke. Darf ich jetzt haben. So. Danke für nichts, Alter. Oh, bitte, das ist nicht wieder instabil hier. Okay. Okay, wir machen den noch. Kein Ding. So. Oh, können wir bitte den Stargazer hier haben? Ich fühle immer Falle hier bei diesen Spielen. Wo geht das hier hin? Hä? Ah, okay. Verstehe. Manchmal habe ich eine etwas zu lange Leitung. Okay, und nach oben geht's auch noch. Kommen wir jetzt hier raus? Guck mal, da steht jemand. Those damn alchemists. The terms of the bargain almost intolerable. Well, it's not like I care about the hotel. Hä, wieso ist er nicht im Hotel? But there are limits. Okay. Er hat seine Grenzen, aber wieso? How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair, rare parts and weapons worthy of a hero. That catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Okay, wir sollen also das Monster erledigen. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Okay. Können aber auch schon hier wieder was kaufen. Ich habe das noch nicht eingelöst, ne? Das andere können wir alles nicht mehr holen. Das habe ich schon eingetauscht. Aber wir haben noch vom letzten Boss das Ergo. Und ich bin mir halt nicht sicher, weil das hier halt auf Entschlossenheit geht. Weiß ich, ob das halt sich für mich lohnt. Lass sofort deine Waffe los, erhöht vorübergehend die Angriffsgeschwindigkeit. Ist auch nicht schlecht. Sammle deine Stärke für einen großen Hieb nach vorne. Ja. Und blockt auch 70%. Und was macht das Amulett für den Arm? Okay, erhöht bei erfolgreichen Angriff vorübergehend den physischen Schaden. Ah, das ist aber auch gut, ne? Ich bin mir da nicht sicher, was ich holen soll. Ich würde es erstmal lassen. Oh, bitte nicht schon wieder hier. Wir gucken mal ganz kurz.
Weil ich brauche echt ein bisschen Heilung. Ich höre jemanden die ganze Zeit stampfen. Oder hört man das bis hierher, weil der so groß ist? Da unten rumstampft. Wait. Hä? Wir sind einmal im Kreis gelaufen jetzt? Das liebe ich an diesem Spiel. Du hast keinen Ladebildschirm und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das alles einfach immer aneinander greift. Also teilweise kommt man wieder im Hotel raus und ich finde das einfach richtig geil gemacht. Und es läuft trotzdem flüssig, das Spiel. Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Das haben ja auch schon viele Entwickler versucht gehabt, auch so nachzudesignen, wie es auch bei From Software ist, dass man keine Ladebildschirm hat, dass es alles eine Welt am Ende ist. Und dann ist die Performance manchmal ein bisschen schwierig. Das hast du hier gar nicht. Wir machen ganz kurz ein Level up. Whatever choice you make, I shall leave. Okay, Stufenaufstieg. Auf was gehen wir? Ich würde auf jeden Fall hier auf erstmal gehen wollen. Jetzt brauchen wir schon 10.000. Ich kann ja 4.000 noch zusammenkriegen, ne? 4.000 kann ich noch zusammenbekommen. Das machen wir ganz kurz. So, benutzt. Warte, wir haben auch 1.000, ne? Ne, haben wir nicht. Dann mache ich... Ach, wie mache ich denn das? Dass ich nicht so viel hier verschwende. Einmal das. Jetzt brauchen wir nochmal... Reicht das mit 500? Ich glaube nicht, oder? Ich habe schon wieder... mein Rechnen ist wieder on point. Nee, das reicht nicht. Okay, ich muss dann nochmal die 2.000 nehmen. Dann ist das jetzt so. Das machen wir ganz kurz. Ja. Geh rauf damit. Stufenaufstieg und dann gehen wir jetzt nochmal auf Entschlossenheit. Dass wir nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. So müsste das ganz gut. Sieht doch ganz gut aus. Okay. Und ich glaube. Da, das haben wir letztes Mal nämlich auch nicht gemacht. Wir sollten sie ja hier treffen. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Kroth. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated from my partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? No, sicher. I get the puppets, but what are the monsters doing here? What is happening to Kroth? Es geht den Bach runter. Okay, mehr macht sie nicht. Genau, und wir hatten hier, glaube ich, noch eine Aufgabe. Da war ich nur einmal dran, um die Waffe aufzuwerten. Sage, ihr seid trainieren. Okay, weil wir haben von ihr auch was bekommen. Das will ich jetzt euch noch ganz kurz zeigen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Das war einfach nur dafür, dass ich halt mich ein bisschen aufleveln kann nochmal. Die Waffe auch aufleveln kann. Ich bin mir nicht sicher, wir haben nicht von irgendwas, glaube ich, von ihr bekommen, was für eine Story wichtig ist. So, das haben wir jetzt Dankeschön bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe das auch nicht im Nachhinein hier gefunden. Das sah für mich aus wie ein Ring, war es aber nicht. Aber ich glaube, das wäre für eine Nebenquest relativ wichtig. Deswegen, ich muss mal mich ein bisschen schlau machen, was ich da genau bekommen habe. Ich meine, das war irgendein Item. Eine Art Erinnerung. Haben wir... Ja, das war irgendwie was in dieser Richtung. Okay, ich muss erst mal in Ruhe gucken. Entschuldigung. Okay. Wir gehen mal wieder zurück. Weil es wird uns ja auch immer hier angezeigt, wo wir hin sollen. Hier zum Beispiel habe ich auch noch Eingang zum kahlen Sumpf, irgendwas zu machen. Telgrad, habe ich noch jemanden? Wer ist denn das? Zum weißen Hahn? Und Hut. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch hier... Ist das nicht der, der an dem goldenen Baum steht? Das will ich mal ganz kurz nachschauen. Danach geht's gleich weiter im Gebiet. Und ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn ich das denn nicht direkt mitmache, dass ich denn sehr viel verpasse. Ich glaube, hier lang war das. Er müsste doch eigentlich hier sein, oder? Das ist doch der Händler. Ja, okay, das ist der Händler.
How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life. Was? Or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Muss ich jetzt eine Entscheidung treffen? Oh, ich hasse das, wenn ich irgendwie zeitdruckmäßig Entscheidungen treffen muss. Okay, eine Heilung für Antonia. Oh, 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 das machen wir, das machen wir. The cure isn't exactly stable. Give it to the patient as soon as possible. Stalker, ja, einen Moment please. Nur. Kann ich auch was machen? Nee, okay, alles klar, tschüss. Das machen wir. Ich sammle noch ganz kurz hier diese Goldmünzenbaum, diese Früchte ein. Ja, danke. Und weg. Oh, das machen wir. Antonia, das ist ja die Hotelbesitzerin. Und sie liegt hier am Sterben. Und anscheinend können wir sie damit jetzt heilen. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Ich mag die irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich mag die einfach. Es ist so traurig, wie sie vor ihrem eigenen Bild sitzt, wie sie noch jung war da auf dem Bild. Oh Mann. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Was, wartet mal. Das ist sie doch aber. Ich will ihr das geben. Wieso kann ich ihr das nicht übergeben? Wartet. Wieso geht das nicht? Hier. Wo ist das? Da ist es angekommen. Ein Prototyp eines Helms, das Gianjo mit Hilfe von Goldmünzenfrüchten hergestellt hat. Das heißt, dass man es jemandem geben kann, der an der Versteinerungskrankheit leidet, um ihn zu heilen. Die Versteinerungskrankheit führt nicht nur zu einer Versteifung des Körpers, sondern auch zu langfristigen Organversagen. Es gibt keine Garantie, dass jemand, der sich ansteckt, überlebt, selbst wenn er geheilt wird. Ja. Das will ich ihr geben. Oder muss ich einmal ganz kurz resetten dafür? Muss ich dafür einmal... Ich will sie unbedingt retten, Mann. Einmal ganz kurz. Dass es vielleicht resettet wird. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht irgendwas noch machen dann, ne? Dass ich erstmal weiterspielen muss. Ach, das ist ja doof. Aber ich bin noch da. Warum macht er das nicht? Ich kann mich da nicht hin teleportieren. Okay, aber irgendwas muss ich hier machen. Ich habe wieder so ein Brett vom Kopf. Hier. Der hat sich ja verliebt. Ah, okay. Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Ja, gut. Hätte ich auch gemacht, wenn ich jetzt nichts bekommen hätte. Okay, und mehr muss ich nicht machen? Das war's? Ich dachte, ich kann ihr das verabreichen. Dass wir direkt erstmal was sehen. 3500, ja, okay, danke. Wir hätten auch ein 10.000 Ergo-Fragment kriegen können. Nein, Spaß. Okay, jetzt haben wir es aber. Wir gehen weiter. Wir sind wieder zurück. Ich werde auch ein bisschen gucken, dass ich diese Ladebildschirme vielleicht ein bisschen rausschneide, dass wir nicht so lange hier festhängen. Ist das die Frage, da lang oder da lang? Ich würde erstmal ganz kurz hier auf dieser Seite bleiben wollen. Weil da ging es auch nochmal nach oben.
Und ganz unten haben wir auch noch jemanden. Ja, das machen wir. Was ist doch los? Ich mach doch. Oh, jetzt trifft er mich da hinten mit seiner Kanone. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Was ist denn das? Ah, ich wollte wieder zu viel. Ich wollte wieder ganz klar zu viel. Ich will den da unten nämlich unbedingt machen. Wenn es geht. Weg mit dir. So. So passt es doch. Wir gehen nach unten. Wir wollen gucken, was wir da noch haben. Dann müssen wir den eben halt machen, ne? So. Dachte ich mir, dass du das machen willst. So. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir den irgendwie platt kriegen da unten. Kann ich auf ihn raufspringen? Sieht so aus. Wir werden es versuchen. Alter! Guckt euch das an! Na gut, wir haben jetzt dadurch auch Schaden genommen, aber meine Güte, was soll's. So, rauf da. Draufgehauen. Weg mit dir. Damit ist das halt einfach wirklich easy. Mit der Puppenschnur noch dazu. Alter, geisteskrank, was wir an Schaden machen. Dennoch von oben raufgesprungen. Okay. Haben wir uns geholt. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, dann haben wir hier alles in dem Bereich. Dann geht noch die Leiter nach oben. Das würde ich mir auch ganz gerne noch angucken. Und da sind wir ja gekommen. So. Ah, diese Wendeltreppe, ey. Da wird mir manchmal auch ein bisschen schwindelig. So, jetzt haben wir es aber. Okay. Sehr gut. Einmal kurz hinsetzen. Ich weiß nicht, was uns da jetzt oben erwartet. Ey, ich hab schon so ein bisschen Schiss in den Gebieten jetzt langsam. Aber wir kommen eigentlich ziemlich gut durch. Ich weiß nicht, jedes Mal mich an einem Stargazer extra nochmal setzen, um was aufzuheilen, aber ich fühle mich gerade danach. Ich fühle mich einfach gerade danach. Okay, rauf da. Haben wir hier irgendwie noch was an Loot? Nee, auch nicht. Ich glaube, wir haben wirklich alles soweit. Dann gehen wir da mal rauf. Okay. Aber wir kommen, glaube ich, eigentlich ganz gut durch. Finde ich so. Oh. Oh, shit. Ran an ihn! Ja, oh, Gott sei Dank. Die falsche Taste gedrückt, mein Fehler. Easy. Ey, das ist so OP einfach, ey, mit der Puppenschnur. Okay. Was kriegen wir? Gewehr. Wieder aufgeladenes Amulett. Zeig her. Was macht der? Kann ich das nicht hierüber auch einsehen? Moment, haben wir noch was bekommen? Genau, wir haben noch den Halbmondstein. Ich glaube, damit können wir uns aufwerten. So, zeig mal, was wir machen können. Stellt fortlaufend LP wieder her. Oha! Dieses Amulett war in der Lage, Pulszellen zu regenerieren und die Wiederherstellung zu erhöhen und wurde sogar in der Werkstatt als Innovation angesehen. Schon bald gab es viele Variationen dieses Amuletts. Sind wir full live? Nein, sind wir nicht. Wenn ich richtig verstanden habe, heilen wir einfach so.
Ist das geil. Ist das geil. Ich find's geil. Passt. Nehmen wir. Ob ich das jetzt wirklich behalte, weiß ich nicht. Weil wir könnten dafür halt was anderes ausrüsten, womit wir dann einfach mehr Damage machen. Aber das ist ja... Ich feiere dieses Amulett irgendwie. Finde ich gut. Ich glaube, das kann am Ende auch viel ausmachen. So, einmal dann, okay. Jetzt haben wir es aber. Weiter geht's. Dann ging es da eigentlich gar nicht weiter, aber es war gut, dass wir da nochmal nachgeschaut haben. Es war sehr gut. So. Bitte nicht wieder sowas. Elektroblitzkanister, okay. Na? Als ob hier keine Gegner sonst sind. Da oben? Da oben ist noch einer. Seht ihr? Der springt jetzt runter. Wollen wir wetten, der springt jetzt runter? Ja, war ja so klar. Komm mal her. Komm mal her, Hase. So kann man es auch machen. Geisteskrank. Das ist ja nur noch geisteskrank, was wir an Schaden machen dann. Das ist ja, what? Mit einem aufgeladenen Anschlag, bam, weg ist der. Oh, warte, da ist auch Falle. Die haben ja echt überall diese Fallen aufgestellt, ne? So, Hundi, irgendwo ist hier ein Hundi, ich hab's gesehen. Bevor der explodiert. Danke. Das sacken uns auch ein, Sichelmondstein. Hallo? Ey, das ist für mich so unangenehm, wenn einfach dann nur nichts kommt. Einfach nur ein Weg. Da habe ich immer das Gefühl, so jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Okay. Buntes Ergo-Fragment. Okay, hier ist krass. Wo müssen wir hin? Oh, was, wo? Oh, shit. Was ist das? Okay, wir müssen das erstmal wegmachen. Sonst habe ich hier keine Chance. Oh, weg, weg, weg. Lass mich einfach. Schnell rauf, schnell rauf. Oh, knapp. Oh mein Gott. Oh Gott, mein Herz, mein Herz. Aber wir heilen uns jetzt. Einfach auf der Leiter chillen. Es macht so Spaß. Weg mit dir. Ist so geil. Das macht auch okay. Legionsmagazin. Und eine Kiste wieder. Gib was Gutes, gib was Gutes. Bitte, bitte. Was richtig Gutes. Eine neue Waffe. Eine neue Waffe. Lass gucken. Wir haben eine neue Waffe gekriegt. Okay, auch wieder für Entschlossenheit. 77,56% jetzt sogar schon beim Blocken. Das ist geil. Okay, was kannst du? 174 physischen Angriff finde ich ganz gut. Schwinge die Waffe, um anzugreifen. Fügt angreifenden Feinden schweren Schaden zu. Haltbarkeit 84, ne? Aushalten. Erlaubt dir vorübergehend, dem Angriff deines Feindes zu widerstehen. Wäre aber ein Blick wert. Ja, dann wieder von vorne alles aufleveln. Ja, mal kurz gucken. Also klar ist jetzt aufgelevelt, ne, die Waffe. Aber wir können uns das mal anschauen. Mächtig. Oh, ist das langsam. Oh Gott, nee, das ist mir zu langsam. Klar, mit einem anderen Griff dann vielleicht.
Ist das eine Hand? Das ist ja geil. Boah. Ich glaube, der macht schon gut Schaden, wenn man den noch auflevelt, aber... Ja, Leute. Da müsste man mal ausprobieren, wie es ist, wenn wir da jetzt an den Griff ranmachen. Das ist schon sehr langsam. Das ist schon sehr langsam. So. Kann ich die jetzt alle abschießen da unten? Das wäre cool. Nee, kann ich nicht. Schade. Das wäre cool gewesen. So ein bisschen Shooter mit drin, dass man jetzt einfach sich hier an diese Kanone ranstellen kann und dann einfach alle abschießt. So. Wird jetzt ein bisschen doof. Aber das kriegen wir hin. Ich dachte, der Hund... Ich dachte tatsächlich, der Hund lebt. Okay, und jetzt haben wir Luft. Oh, ich habe ja gar keinen Bock auf den. Ich habe gar keinen Bock auf den. Okay, komm her. Was machen? Achso, Mist. Warte dran. Wir kriegen das hin. Nein. Ruf da. Ah. Nein, ich hatte keine Ausdauer mehr. Lass mich. So. Oh, ich komme nicht an ihn ran. Dann ist das jetzt so. Noch einmal, komm schon. Oh. Entschuldigung, ich hab wieder rumgebrüllt. Es tut mir leid. Ich versuche es echt zu vermeiden, nicht so rumzuschreien. Aber manchmal, ey, da kann ich auch einfach nicht. Okay, wartet mal, kann man hier hoch? Geil. Ja, aber auch nicht wirklich, ne? Nicht so wirklich. So. Was sacken wir ein? Überall haben wir jetzt hier irgendwie die Gegner rumzustehen. Hoffentlich komme ich jetzt nicht in irgendeinen Hinterhalt. So. Schön einsammeln. Alter. Der Schaden, Alter. Weiß nicht, ob das nicht schon ein bisschen zu krass ist. Da haben wir auch noch Loot. Oh. Oh na, da kommen noch mehr. Warte. Das macht mir viel zu viel Spaß, Mann. Das macht mir einfach viel zu viel Spaß, ich bin ehrlich. Das ist insane. Der Schaden. Oh, das ist krass. Das ist einfach nur krass. Ach, macht Spaß. Macht einfach Spaß gerade. So, jetzt können wir einsacken. Wir kommen hier noch mehr. Okay, halten und schnell. Und hier nicht noch mehr? Nee, okay. Dann muss ich wohl durch die Tür oder was ist das da hinten? So, lass die erstmal herkommen. Es ist so krass. Es ist einfach so krass und wenn man das richtige Timing findet. Nochmal leuchtendes Ergo-Fragment, sehr gut. Oh, es macht so Laune gerade. Während ich mich hier umschaue und loote, geht mein Leben einfach wieder hoch. Aber da geht es anscheinend auch nicht durch. Und da sind wir gekommen. Da hinten haben wir auch noch was. Als ob dahinter keiner ist, Mann. Oh shit. Ach, man muss aber auch treffen können, ne? Man kann die auch einfach unterbrechen. Oh shit. Danke. Hallo? Nicht, dass auf einmal von oben so ein Clown runtergesprungen kommt. Das würde mich ja auch nicht mehr wundern.
Okay. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich wirklich das Amulett lasse, dass mein Leben dann immer wieder hochtickert. Ich glaube, das kann man so einfach mal ausrüsten, wenn man keine Heilung mehr hat, aber nicht, dass man das dauerhaft anhat. Okay, lass mal gucken, was wir hier haben. Hello? Nee, wir gehen erstmal nach oben. Anscheinend geht es da auch nicht weiter. Muss ich ja hier außen rum? Okay. Ich sehe da auch nur diesen Podest. So. Das ist geisteskrank. Wir unterbrechen den auch einfach die ganze Zeit. So, wenn ich jetzt mich hier runterdroppen lasse, nehme ich Schaden oder nicht? Wir probieren es aus. Nö. Passt. Ach Mann, nicht schon wieder. Ach, der macht dreimal, stimmt ja. War ja klar. Können wir bitte erstmal aus dieser Suppe. Was? Hau! Was? Lass mich! Der hört ja gar nicht auf, dem zu rennen. Was ist das denn? Ich bin echt verdorben, Alter. Shit. Shit! Na! Oh, lass mich, ich kann nichts sehen! Ich sterbe gleich durch den, Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Ich schwöre, ich hab. Ich muss mich heilen. Oh, was? Ich hasse dich einfach nur, Mann. Das ist doch nicht wahr. Oh. Bitte diesmal. Immer noch nicht. Alter, du mich auch. Nein. Noch einmal. Komm. Oh. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wie, sind wie diese komischen Polizisten, ne? Die habe ich auch nicht gemocht einfach. Okay, haben wir. Heftig. So, warte mal, bevor wir jetzt hier weitergehen. Ich werde jetzt mal ein bisschen was auf mein Inventar schmeißen. Das hier zum Beispiel. Das hier. Ablegen. Das brauchen wir überhaupt nicht. Das hier werde ich auch ablegen. So. Das hier würde ich gern behalten. Das kann man dann auch mal benutzen wieder, dass wir die Puppenschnur voll aufgeladen haben. Aber soweit würde ich sagen, passt das schon. So. Dieses Verderbnis, ey, das geht mir ja auf die Nerven. Das kann man auch ruhig weglassen. Müssen wir nicht behalten in dem Spiel. Hallo? Okay. Läuft. Läuft. Erstmal aktivieren. Bewegst du dich? Leicht paranoid hier. Ganz leicht paranoid. Nun lass erstmal mit dir quatschen. Wow. So they do exist. Other puppets like me not bound by the Grand Covenant. I thought I was forever alone. Without the Covenant, my kind hates me. Monsters, okay. Humans, puppets. They all hate me. Ich hasse dich nicht. I want to be friends with humans. If I learn how to feel, would that be possible? If you tell me how, I'll return the favor. I want to learn how to feel. Okay, wie soll ich dir das beibringen? Hello, my only friend. What have you come to tell me? Trauer lehren, klatschen lehren? Oh. Kann man beides lehren oder muss man sich hier entscheiden und es hat irgendwie einen Einfluss auf die Story? Das ist jetzt die Frage. Trauer lehren oder klatschen lernen? Ja, klatschen hat ja nichts mit Fühlen zu tun, sondern Trauer hat ja was mit Fühlen zu tun. Oder? Ja gut, man klatscht, aber auch wenn man etwas gut findet, was auch wieder mit Empfinden zu tun hat. Komm, wir machen Trauer lehren. Oh, mach nicht so, Pinocchio. But I hope I can comfort others now.
Thank you. Ja. Ich sag, wir haben was Gutes getan. Ich hoffe, das war richtig. Können wir das andere auch noch beibringen? Ja, wir können beides beibringen. Gut. It's good to feel alive. Thanks. Sehr cool. Sehr cool. Hello, my only friend. Ich komme wieder. Ich komme dich jederzeit besuchen, das ist kein Ding. Mache ich gerne. So, einsacken. So, Dunkelmondstein des Bundes wieder. Ich möchte ganz kurz gucken, ob ich jetzt meine Waffe aufleveln kann. Ich glaube, das wird gehen. Also, ich meine, wir haben jetzt die Ressourcen dafür. Dann machen wir noch mehr Damage. Also dann ist schon, das ist dann schon ein bisschen geisteskrank, was wir hier an Schaden machen. Gut, die Waffe ist jetzt nicht super schnell, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist okay. Das kann man ruhig machen. So, lass gucken. Lass gucken. Wir müssen zu ihr nach hinten gehen. Das wäre schon richtig nice. Waffe verbessern. Können wir das schon? Ja, wir können aufbessern. Sehr gut, dann haben wir auf Stufe 7. Ja. Nochmal. Zwei Halbmondsteine. Oh, noch einen Halbmondstein, bitte. Sehr gut. Und nochmal ein Level up, geht das auch? Mit Sicherheit. So. Ich glaube, wir brauchen aber nur 2000. Oder? Ein bisschen mehr als 2000 vielleicht. Ich gucke erstmal. 2000, dann davon 2. Dann haben wir die 10.000 und ich schätze mal, wir werden dann nochmal hier. Was gibt der? 100? Wir machen einmal den hier. Das müsste, glaube ich, reichen. Wir gucken mal. Stufenaufstieg. Wie viel brauchen wir? 10.790. Ne, 11.100. Ach, was lese ich denn da schon wieder? Also brauche ich jetzt nochmal. Boah. Na gut, hat sich. Teil sind die Steps schon sehr weit auseinander. Ja, dann machen wir einen davon noch. Passt schon. Stufenaufstieg. Okay, auf was gehen wir denn jetzt? Auf Entschlossenheit? Ich finde den Damage, den wir machen, der ist schon sehr gut. Maximale Ladung wäre auch noch richtig gut. Ausdauer würde ich ehrlich gesagt erstmal lassen. Maximale Ladung oder Vitalität? Wir gehen auf maximale Ladung. Ja, jetzt sind wir wieder nicht mehr etwas schwer, sondern normal. Normal schwer. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe da irgendwas mit einem Handschuh. Aber wir haben doch alles abgelaufen, dachte ich jetzt, oder nicht? Und was muss ich da noch machen mit einem Handschuh? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Kann man das irgendwie nachlesen, was ich da machen muss? Jo, einmal kurz hier rein. Ich schau mal ganz kurz rein, ob wir was hier haben im Inventar, was mir so ein bisschen Indiz gibt, was ich machen muss hier. Wartet mal. Das hier? Nein. Ich tasse Handschuh. Ein Handschuh, den wir geschenkt bekommen haben. Das Besondere ist, dass sie nur 4 Finger haben. Eugene erinnert sich lebhaft an den Stalker, der sie aus dem Werkstattturm gerettet hatte. Kurz bevor sie verhungerte. Sie bereitete ein durchdachtes Geschenk vor, um ihm für seine herzreißenden Opfer zu danken. Aus dem Werkstattturm gerettet hat, kurz bevor sie verhungerte. Bin ich gerade so auf den Kopf gefallen? Das ist wahrscheinlich total eindeutig und ich reihe wieder gar nichts. Also irgendwas mit einem Stalker. Werkstattturm. Ich lasse es einfach jetzt. Denken hört heute echt nicht zu meinen Stärken. Es ist so. Ich sag's ganz ehrlich. So, was haben wir hier jetzt? Okay, da sind irgendwelche Riesen. Kann ich irgendwie in eine andere Richtung erstmal? Ich glaube nicht.
Ich muss da durch. Mann, wieso immer denn diese Riesen... Das war das Gestampfe, was wir jetzt halt gehört haben. Kann das sein? Ich glaube ja. Oh! Och, nee! Ich bin ja schon wieder satt, ne? Von sowas hier denn. Ah! Wie komme ich an den jetzt ran? Sagt mir bitte einer. Wie komme ich da an dieses Gehäuse ran? Ich muss irgendwie nach oben, okay. Da ist es ein Durchgang. Ich loote noch, aber erstmal müssen wir das. Nee. Hier nicht. Ich muss von der anderen Seite irgendwie ran. Da habe ich mich gar keinen Bock drauf, hier auf diesen Stressfaktor jetzt von oben noch beschossen zu werden. Lass mich rauf! Oh na! Ich habe keinen Bock, dass die alle auf mich aufmerksam werden. Okay, ich muss irgendwie hier durch. Ja, ist mir egal, dass da jetzt irgendwas anderes noch ist. Ich muss gucken. Ich muss gucken, wie wir da hinkommen. Als ob, Mann, ja, zu offensichtlich. Kein Ausdauer mehr! Jetzt. Noch einer? Nee. Wie komme ich denn da auf diesen Turm rauf? Oh, was habe ich übersehen? Lass mich mal jetzt nur gucken. Schicke Venignis Sammlung. Okay, wir können was aufwerten. Lass mich mal gucken. Nee, hier, nein. Okay, wartet mal. Wie kann ich darauf? Wahrscheinlich von hier? Da ist eine Brücke. Da muss ich hin. Ist mir egal. Okay, ist mir nicht egal. Das ist doch wirklich, es gehört doch verboten, Alter. Dass wir einen Schaden machen. Ah, Mann, ich bin gleich wieder mit der Verderbnis voll. Oder jetzt. Ah, ist hier ein Mondstein. Ich brauche das andere. Wie komme ich jetzt da oben rauf? Oh nein! Okay, wartet mal. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Von der Seite komme ich nicht rauf. Von da hinten? Komme ich von da hinten rauf? Wenn wir drauf gehen, ist egal. Wir gucken. Ich muss irgendwie an... Oh Mist, Alter. Lass mich! Ich höre den schon wieder. Der will schießen. Der will unbedingt schießen. Okay, wie komme ich darauf? Das hier scheint ja auch wieder nur ein Shortcut zu sein. Und irgendwo muss hier noch so ein... Guck mal, da leuchtet wieder. Ich wüsste nicht... Ach so. Wo denn? Okay, wir müssen das erstmal da oben regeln. Wir müssen das erstmal den da irgendwie weghauen. Kann ich hier durch die Seite durch? Auch nicht. Ich glaube, ich muss komplett andersrum laufen. Das ist nicht richtig. Ich will auch nicht, dass der jetzt auch noch auf mich aufmerksam wird. Komm. Es nützt nichts. Wir müssen. Wir müssen einfach. Wir gehen einfach jetzt hier durch. Lassen den da hinten machen. Der ist ja eh langsam. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie rumkommen. Oh shit, ey. Immer diese blöden Fallen, ey. Okay. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz um unser Problemchen hier kümmern. So. Wie komme ich darauf? Bin ich hier richtig? Oder überspringe ich das dadurch jetzt einfach nur? Das will ich ja nicht. Ich will den da oben platt machen. Ich hab's nur gehört. Ihre komischen Klickgeräusche. Steht da einer, der mich jetzt abschießt? Nein, okay. Falle ich doch bestimmt auch wieder runter. Oder? Ich schwöre, ich falle da runter. Ich weiß es. Oder auch nicht.
Okay, von der Seite kommen wir da auch nicht ran. Wie komme ich da denn ran? Muss ich mich hier runter droppen lassen? Ja. Falle? Keine Falle. Na, ich bin mir ja nicht sicher, du. Dass ich hier nicht doch runtergeschossen werde jetzt. Okay, da sind auch wieder welche. Ich kann mich darauf fallen lassen, aber... Wo komme ich denn da hin? Ah, und dann kann ich da runter. Aber ich bin so schlecht in diesem Springen. Wir versuchen, so weit war der Weg nicht. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht mal so viel Anlauf nehmen müssen. Oh. Das ist nicht meins. Ich bin ehrlich, das ist nicht meins. Ah, ich wusste, da kommt irgend so ein Müll jetzt. Ja, sterb jetzt. Na, nicht mich runterschmeißen. Also, das geht jetzt gar nicht. Passt es jetzt? Hallo? Shit, oha. Okay. Ja, aber da kommen wir wieder hin. Muss ich da überhaupt so durchrennen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich so durchrennen muss. Oder ob ich von der anderen Seite da oben den erstmal um den Turm wegmachen muss. Aber hier geht's ja auch nicht hoch. Oder täuscht mich das jetzt? Lass mich doch ganz kurz nochmal sicher gehen. Nicht, dass wir das hier überspringen. Ich will das nicht. Oh, ne. Aber da ging es ja auch nicht weiter. Ne, ich glaube, wir müssen hier durch. Okay, also jetzt brauche ich wieder was anderes demnach, oder? Jetzt haben wir anscheinend keine Puppen mehr. Entschuldigung, ich muss hier rein. Stellt LP langsam wieder her, ja, aber hier. Zwar ist das ja gegen Elektroschock und wir bräuchten jetzt wieder etwas gegen Verfall. Es wäre das hier oder das hier. Dasselbe Gewicht. Ich glaube, das ist besser. Dass wir ein bisschen mehr... Oh, das ist nicht wahr. Er fängt hier schon an. Du mich auch, Alter. Ja, natürlich. Bitte treff mich jetzt noch. Na. Ich will doch nur den auf dem Turm erstmal wegmachen. So viel ist das doch nicht. Ich weiß, hier ist irgendwo noch ein Schmetterling. Machen wir auch noch. Warte, ist das wieder was anderes hier? Das ist doch wieder was anderes hier. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn, wie sich das aufteilt. Okay, was haben wir hier? Statusbericht, der erfolgreichste Fall des Prototyp-Elixier-Injektionsversuch. 3 Patienten, die an der Versteinungskrankheit litten und gleichzeitig die Elixierinjektion erhielten, starben. Noch bis zu ihrem Tod bekamen sie schmerzhafte Nekrosen und Hautrisse, Krampfanfälle und Zuckungen sowie kristalline Metastasen am ganzen Körper. Schließlich wurden sie zu Mutationen, die als Kadaver bezeichnet wurden. Ist es das, was wir jetzt der Hotelbesitzerin gegeben haben? Schließlich wurden sie zu Mutationen, ja. Nummer 890 war in der Lage, die Nebenwirkungen der Neutralisierung zu unterdrücken und ist bisher 56 Stunden lang stabil geblieben. Abgesehen von der dissoziativen Amnese, den Krampfanfällen, aggressiven Trieben und Halluzinationen, die man bei typischen Opfern der Versteinerungskrankheit findet. Ach du Scheiße. Persönliche Meinung. Ich habe bestätigt, dass der Vorschlag des Ordens, einen Stalker mit verifizierten körperlichen Fähigkeiten als Probe zu nehmen, sehr effektiv ist. Die Probe von Proband Nummer 890 wird voraussichtlich im nächsten Schritt bei der Entwicklung des Elixiers helfen. Man geht davon aus, dass Schwester Adriana, welche die nächste Taufe empfangen wird, die Wünsche des Ordens erfüllen kann. Wache auf, entwickle dich, steige auf. Wir, die Wiedergeborenen, werden uns auf die Geburt Gottes vorbereiten. Ach du Heilige, wait. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, ihr das zu geben. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Oh, schon wieder eine Puppe. Ernsthaft.
Das wollte ich nicht. Shit. Ach, ich muss ihn wieder erst anquatschen. Oh, really? Jetzt kann ich mich ja bewegen. Das wäre ja nett. No vital signs. He must be dead. I'll dispose of you properly. Okay, kannst du machen. Jetzt bin ich wieder dran. What was her name? I don't recall. Ich wusste nicht, was sein Move ist, Alter. Haben wir. Ruf da. Schön ins Gesicht. Uah! Jetzt rastet er aus. Jetzt hat er die Faxendicke. Ich aber auch. Kein Ausdauer mehr. Na, ich hab kein Ausdauer. I don't recall. Ich sehe nichts. Boah, was? Kann ich bitte heilen? Ganz kurz nur. Komm noch einmal. Danke. Easy. Maske des Eulen Doktors. Okay. Ich bin nicht Nummer 890. Name kostbar vergessen. Okay, schön. Ich glaube, wir hätten das hier machen sollen, bevor wir das der der Hotelbesitzerin geben. Aber es kann sein, dass das ein Fehler war, das jetzt schon zu machen. Okay. Und wir haben eine schöne Maske bekommen. Ach. Man kann auch so viel falsch machen in so einem Spiel, wirklich. So, wo bin ich jetzt hergekommen? Bitte schieß es nicht wieder auf mich. Ich will nur ganz kurz hier einsammeln, danke. So, wir müssen irgendwie jetzt wieder gucken, dass wir da hinkommen. Nein! Das war der Weg. Wir brauchen den anderen. Oh, ist das unangenehm hier. Oh, boah, ganz knapp an beide Fallen dran vorbei. Läuft. Läuft mal wieder. Oh, ich habe hier was übersehen. Was haben wir hier? Sie haben den Posten übernommen. Vorsicht von den Felsen beim Betreten der Sicht? Der Schlucht. Okay. Fast. Oh, ging aber gut. Okay. Dann haben wir gesagt, wir müssen uns da runterfallen lassen. Das machen wir auch. Da müssen wir, glaube ich, nicht hin. Dann haben wir hier auch überall diese Gegner. Dann werden wir hier das so machen. Jetzt den. Jetzt haben wir noch den da hinten. Erstmal können wir einsammeln. So kommen wir doch ganz gut durch. Das haben wir auch wieder eingesammelt. Jetzt kommt dieser Fuzzi. Okay. Noch mehr Fallen? Nein, haben wir nicht. Okay. Okay, wo müssen wir hin? Sonst nichts hier, alles klar. Wir gehen... Aber irgendwie müssen wir auch darauf kommen können, oder? Und sehr verwirrend. Ne, hier ist sonst nichts. Hier auch irgendwie ein Gegner, den wir gleich kloppen können. Nö. So rum? Nein? Okay. Safe, fallen wir da runter. Ja. Auf jeden Fall. Oh, ich hasse das. Oh, nein!
Nein, warum? Ich hab doch. Ich hasse das. Ich schwöre, ich hasse das. Ah, dieses Gehüpfe macht mich wahnsinnig. Es macht mich einfach wahnsinnig. Warum muss das sein? Kann man das nicht einfach umgehen, Mann? Kann ich nicht einfach andersrum laufen oder was weiß der Geier wie? Ach, Mann. Okay, und dann würde ich sagen, wir rennen jetzt einfach hier mittendrin durch. Es ist mir egal. Wenn wir schon hier sind. Direkt weiter. Hier haben wir überall die Bären fallen. Okay, haben wir. So, jetzt komm. Ey, das ist nicht wahr. Wegen sowas, ey. Wegen sowas. Ja, ist okay. Darf ich jetzt? Danke. So. Müssen wir die jetzt überhaupt nochmal machen? Ich glaube nicht. So, wie komme ich da jetzt ran? Es geht mir ja so, sowas geht mir so auf die Nerven, wirklich. Okay, und wir müssen da runter. Jetzt kommt die Oma ernsthaft hierher. Schaffst du es noch oder soll ich dir helfen? Läuft. Okay, und wir gehen hier hin. Wir interessieren uns da oben nicht. Ah, und ich schaffe es nicht rüber. Ich sag's euch, ich werde es wieder nicht rüber schaffen. Weil ich es einfach nicht hinbekomme. Kann ich mich einfach darüber setzen an ihn? Auf diesen Weg rüber? Dann umgehe ich ein bisschen mein Problem hier. Ich glaube, das wird nicht reichen. Die Entfernung ist zu groß. Wir versuchen es. Wir versuchen es einfach. Lass den kurz herkommen gleich. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust, jetzt immer wieder diesen Laufweg zu machen. Deswegen versuche ich jetzt was anderes. Ich schaffe einfach dieses Gejumpen nicht. Ich komme nicht an ihn ran. Ich komme nicht an ihn ran. An ihn auch nicht, ne? Nein. Ach, Mist. Und du kannst ja auch nicht da sagen, dass die rüberlaufen und die fallen dafür runter. Auch das funktioniert gar nicht. Das ist das Fiese. Komme ich von der anderen Seite ran? Nee. Okay, ich muss das einfach so machen. Oh, ich hasse es, wirklich. Da geht bei mir immer die Pumpe. Ich kann nichts dagegen machen, Alter. Wirklich, dieses Springen ist nicht meins, Mann. So, danke schön. Noch eine Falle? Nein. Ah, ich wollte. Mann. Okay, danke. Was fies. So, da kommt der jetzt rauf. Komm. Hauptsache, ich fall jetzt nicht runter, weil da habe ich auch überhaupt keine Lust drauf. Lass ihn mal ein bisschen zu uns kommen. Sonst hau ich drauf und ich explodiere dann am Ende nur. Ja, und jetzt bin ich dran. Das ist genug rumgespuckt hier. So. Hauptsache, ich falle nicht runter. Alles andere ist mir egal. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, shit. Nicht erwischt. Ja.
Los, ran da! Okay. Danke. So, direkt erstmal wieder aufpacken, den ganzen Kram. So. Egal, wie man es schafft. Wenn man es schafft, ist gut. Alles richtig gemacht. Sterb einfach. Dich will keiner. So. Gib mir was Gutes. Immer her damit. Legionskaliber. So, und einmal die Waffe wieder hoch. Okay, und wo geht's jetzt hier weiter? Hier geht's ja anscheinend auch nicht weiter. Ich muss hier aber irgendwie nach oben, denke ich mal, damit ich da den Fernschützen erledigen kann. Behaupte ich jetzt mal. Hier können wir rauf und hier können wir zur Seite raus. Ich bin wirklich überfragt gerade. Oh. Wait. Ich höre irgendwas. Ist das die Höhle, wo wir waren? Was? Okay. Ey, ich bin komplett... Das geht ja noch weiter auseinander hier, das Gebiet. Gut, dann machen wir erstmal hier hoch. Das geht ja da nochmal weiter. Sonst übersehe ich zu viel. Na? Nö. Ich kann mich da runter droppen lassen. Ich will erstmal hier weiter gucken. Okay. Wir machen hier erstmal. Ja? Perfekt. Das läuft doch ganz gut, Mann. Das läuft doch richtig gut gerade. Auf damit. Obwohl, ist das so schlau, das hier aufzumachen? Weil da schillen ja schon die Gegner. Egal. Sind natürlich das auch alle wieder da, aber das kann uns egal sein. Komm her! So. Dann holen wir uns jetzt hier dieses Loot. Oh Gott, ich will da gar nicht rauf, Mann. Oh! Wollt ihr mich verarschen? Wie komme ich jetzt hier weg? Oh, ihr seid doch echt unfair, Mann. Holy. Oh, das, also, oh. Oh, oh, oh. Das war fies. Das war richtig fies. So, die hinten können uns auch egal sein. Hier haben wir alles. Nee, ein Loot ist da noch. Wir holen uns das, ist okay. Weil ich so gut bin im Springen. Ist gar kein Problem für mich. Da kann ich mich von hier irgendwie raufdroppen lassen. Okay. Okay. Kann ich darüber wieder? Oh. Wenig Taste für, wenig Platz für Anlauf nehmen und springen. Okay. Passt. Passt alles. Haben wir überlebt, ist kein Ding. War easy. Dann können wir hier weiter, ich glaube. Aber ich dachte, ich kann da irgendwie zu denen nach oben. Zu dem Turm. Ich würde das nämlich schon gerne auf jeden Fall noch looten wollen. Ist das ein Kreisel? Oder sind das mehrere? Oh Gott, und die kommen immer wieder nach. Okay. Ich schau mal, dass ich das da hinten bekomme. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Wo? Ich habe das nur gehört, aber ich habe es nicht gesehen, wo der sein soll. Hä? Mach ihn platt jetzt. Danke.
Ja, wo soll denn der sein, der Schmetterling? Ich sehe den nicht. Oder muss ich noch ein Stück weiter? Oh, bitte lass den Schmetterling nicht hier auf dem Weg sein. Bitte nicht. Ah, oh, really? Fortschrittkurbel hat sich gar nicht gelohnt für mich. Oh Gott, wo soll ich denn da ganz hinrennen? Soll ich überhaupt langrennen? Also ich denke schon, ne? Oh Gott, das reicht nicht. Der haut mich jetzt um. Oh doch, das reicht. Oh Gott, das ist so unangenehm. Wir gehen hier erstmal weiter. Bitte nicht da oben irgendwas drauf jetzt, wenn es geht. Da wird wieder der Schmetterling irgendwo auf dem Weg sein, ich bin mir sicher. Deshalb werde ich jetzt warten. Irgendwo hier wird der Schmetterling sein. Na, warum? Nein! Ich wollte noch... Na, so knapp. Weil ich so auf den Schmetterling jetzt fokussiert war, aber ich will den Schmetterling haben. Egal, komm, wir holen uns den, Alter, wirklich. Es ist doch nicht wahr. Ah! So, weg mit dir, Mann. Wo ist der hier unten? Der ist hier unten. Ja, ist mir egal. Runter mit dir, Pinocchio. Und das machen wir eben platt. Schön rauf da. Weiter geht's. Oh nein, sag mir jetzt nicht, meine Seelen sind da mitten da, wo die Kugel kommt, Mann. Mann, bitte nicht, ey. Kann ich ja auch echt drauf verzichten jetzt. So, lass die Kugel durch. Hier ran. Das ist ja ekelhaft. Nein! Schade. Ich habe gehofft, dass das wieder reicht. Dass wir den ein bisschen umgehen können. Egal, passt schon. Ist nur einer. Let's go! Ab in die Ecke! Einfach einmal zuhauen lassen und dann selber zuhauen, sich das wiederholen. Alles klar. So. Ich glaube nicht. Nein, wir müssen da, glaube ich, nicht durch. Wir müssen da hoch. Ach du Scheiße. Wie mache ich das? Das war wieder zu spät. Ja. Ja! Mach! Nein, Schmetterling! Nein, Schmetterling, bleib hier! Nein! Mein lieber Schmetterling! Oh, oh mein Gott! Es ist schlimm! Dahin liegen meine Seelen. Ich hole mir die auf jeden Fall noch. Könnt ihr einen drauf lassen? Ja, mach ihn alle. Oh, ist das schlimm. Ah, ich sprühe wieder. Tut mir leid, Mann. Komm schon. Ah. Bitte nicht so. Mach mir nicht so einen Druck. Bitte mach mir einfach nicht so einen Druck. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Geht's hier überhaupt weiter? Es geht hier mit Sicherheit weiter. Da unten. Seht ihr? Nein, wartet. Oh, wartet. Wo muss ich hin? Da ist auch noch Loot. Muss mich da irgendwie runterdroppen lassen? Da werde ich doch von denen getroffen. Wartet mal. Da geht's lang. Der rollt da nach unten. Aber ich glaube nicht, dass wir da rüberspringen und rüberrennen müssen. Ich glaube, wir müssen uns hier runterdroppen lassen dafür. Aber erstmal schaue ich, dass ich meine Ergos irgendwie einsammle und das irgendwie überlebe dann. So, wohin geht die Kugel? Dahin. Okay. Oh. So. Da ging es ja nicht weiter, oder? Und da sind wir ja gekommen. So, das haben wir alles hier erledigt. Ich werde mal ganz kurz nachschleifen. Oh Gott, ist das schlimm hier, das Gebiet ist gerade. Okay. Ich muss irgendwie da runter.
glaube, hier sind wir sicher. Oder? Und irgendwo ist hier noch Schmetterling. Bitte sag mir, der Schmetterling ist da irgendwo da unten, Mann. Wo, warte, wo kommt die Kugel her? Von da. Und der fällt da runter. Dann, let's go. Ja, okay. Oh Gott, da ist der Schmetterling auf der anderen Seite. Auf gar keinen Fall, Mann. Den werden wir ein andermal holen. Ich gehe das jetzt nicht zurück. Hallo? Komm, Oma. Gönn dir. Jetzt bin ich dran. Danke. So, sammeln wir auch einmal ein. Oh, da sind überall Fallen. Oh, da ist noch eine Oma. Hallo? Okay. Oh, schaut, schaut, schaut. Ah, okay, so kommen wir hier nach oben in die Ecke. Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber. Oh, ich muss irgendwie an den Turm ran. Ich muss den Turm irgendwie machen. Oh, oh. Wieso? Ach du Schitte. Das ist einfach geisteskrank. Das ist schon echt extrem, was wir an Schaden machen. Guckt euch das an. Wenn das richtig glatt läuft, der kommt ja nicht mal zum Angriff. So, her damit. Was kriegen wir? Störungskartusche. Oh. Finde ich jetzt nicht, sag ich, ja, ob das insgesamt vielleicht auch besser wäre? Gegen Brechen und Schock. Störung. Störung, was haben wir da gesagt gehabt? Störung war doch, dass ich instant tot bin, ne? Nee, doch. Ich komme schon komplett durcheinander. Ich meine, Störung war das. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja. Ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn wir das hier bekommen als Loot. Das heißt ja eigentlich, wir brauchen das denn demnächst. Hm. Weiß nicht, ob ich darüber freuen soll. Ich glaube eher weniger. So. Und ich hab mir das schon gedacht, als ob hier einfach nichts kommt. Ich hab mir's einfach schon gedacht. Das ist geisteskrank, was wir an Schaden machen, Mann. Mama? Ja, das ist einfach. Das ist. Was soll ich dazu sagen? Oh, Klinge der Stadtlangsperrs. Keine Ahnung. Aber eine neue Waffe. Da. Für Technik. Physischer Angriff. So, Schadensreduktion beim Blocken haben wir da. 56. Nein, klar, ist jetzt nicht für Entschlossenheit, aber wir können trotzdem mal reingucken. Sammle deine Stärke für einen großen, durchbohrenden Angriff nach vorne. Erhöht vorübergehend den Angriff. Gucken uns das mal an, wie es... Oh. Das erinnert mich so ein bisschen... Also, so wie das aussieht, ne? Das hat so ein bisschen die Optik wie von Nightmare Before Christmas. Da würde es auch mega gut reinpassen. Also wir gucken mal ganz kurz. Ja. Ist halt eine Stichwaffe. Ja. Gut. Gehen wir wieder ran. Es ist so krass. Okay. Noch eine Falle. Es würde mich auch hier nicht wundern. Danke, buntes Ergo. Da geht's wieder zurück. Davon da sind wir gekommen. Wir gehen hier weiter. Ah, ich muss bis auf die Zeit achten. Wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Das ist nicht gut. So. Aber ich würde ganz gerne schon noch den Turm zumindest erreichen. Das wäre schon cool.
was machst du denn? Ich komme nicht ran. Kein Ausdauer mehr. Nein. Lass es, lass es, lass es, lass es. Was ist denn das für ein süßes Baby, was aber richtig ausrastet, Alter. Sprungamulett. Wieder ein neues Item. Ich bin hier langsam überfordert. Es gibt zu viel Auswahl. Wir gucken einfach mal rein. Was ist das? Erhöht maximale Ausdauer. Nochmal. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Amulett, bla bla. Ein Handwerker aus einer Werkstatt, der sich für das Laufen interessierte. Meldete eine Puppe zum Marathon an. Natürlich gewann die Puppe keine Medaillen. Ich würde tatsächlich sagen, 2,9. Wir gucken mal. Das ist ein bisschen schwerer, oder? Nein, es ist sogar leichter. Was ist... Ja, lass uns mal den Balken anschauen. Knapp vor dem vierten Fabel-Slot. Okay. Wir können schon wieder ein Level abmachen. Jetzt den hier. Was kann man machen? Leute, das kann man... Oh, das kann man machen. Kadaver-Körperflüssigkeitsflasche. Ach du meine Güte, Alter. Okay, dieses Baby ist krass, Mann. Es will ja nur spielen oder so, wahrscheinlich. Aber es ist krass. Wie komme ich denn auf den Turm? Das ist doch der Turm, oder? Ist es der Turm? Ich würde sagen, es ist der Turm. Ich habe doch gewusst, dass es eine Falle ist, du kleine Ratte. Hinter mir auch? Nein. Dankeschön. Dankeschön. Komm ich denn da rüber? Oh nein, nicht wieder mitspringen. Bitte nicht. Bitte nicht. Sag mir, ich muss da rüber springen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja so blöd gebaut. Wir gehen hier erstmal hoch. So, was macht unser, ja, unser Gewicht? Ist ja in Ordnung, ne? Ja, 57 sogar nur. Du Lappen. Ja, wer lacht jetzt, ne? Wer lacht jetzt? Ja, ich kann das anvisieren. Kann ich das jetzt benutzen? Nein, kann ich nicht benutzen. Keine Ahnung. Ist okay. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite runter, oder was? Sollten wir vielleicht erstmal die andere Seite machen, ne? Weil da auch noch Loot ist. Aber wir können da, glaube ich, uns da auch runterdroppen lassen dann. Boah, es geht da schon weiter. Haben wir hier irgendwelche Gegner? Mit Sicherheit haben wir hier Gegner. Da haben wir einen Gegner. Aber der Sprung, der wird wehtun. Das ist mir aber... Ah, nee. Sag ich ja, der Sprung wird wehtun. Das war es mir wert, einfach für den Spaß da runter zu springen und von oben zu überraschen. Das war es mir wert. Okay. Gut, gut, gut. Dann können wir jetzt hier drin alles clearen. Ja, wenn ich drauf gehe, ist er ja auch wieder da. Dann muss ich ja wieder den ganzen Weg hier rum machen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also muss es auch irgendwie dann auch ein Stargazer geben, dass ich den immer wieder erstmal klatschen muss, damit ich dann rüber kann, oder? Macht das Sinn, was ich gerade denke? Weil sonst muss ich ja immer wieder hier rumrennen, den kompletten Weg. Ach komm jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder das bleibt oben kaputt, aber das glaube ich auch nicht. Dass die Kanone oben jetzt einfach kaputt bleibt. Ich kann mich aber auch irren. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie einen Stargazer eben finden.
So, aber wir haben zumindest den Schnellweg frei. Obwohl, ja, das müsste eigentlich trotzdem gehen. So schlimm ist der Weg gar nicht. Ich habe kein gutes Gefühl hier. Wenn wir jetzt von der Seite hätten kommen können und es kein neuer Weg ist, dann werde ich sauer. Nein, hier waren wir noch nicht. Bitte lass mich nicht. Whoa, an earthquake. That came from the direction of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Was? Wir gehen Stargazer. Ich hätte sehr gerne einen Stargazer. Wenn es geht. Bitte. Bitte. Da! Okay. Da ist auch noch Loot. Oh Gott, es teilt sich hier nochmal, ne? Es teilt sich hier einfach nochmal. Wir werden auf jeden Fall unten noch die zwei machen. Die zwei Riesen. Das müssen wir machen. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich mache mal kurz ein Level up. Trink kurz einen Schluck. Und dann gehen wir die Sache unten an. Es sind halt zwei von denen, ne? Plus die ganzen Kleinen, das könnte schwierig werden. Ich würde gleich erstmal die Kleinen machen, dann die Großen. Und dann haben wir das Gebiet komplett da hinten fertig. Und dann würde ich hier weiter gucken. Das klingt nach einem Plan, oder? Also, ich glaube, ich habe nichts übersehen. Wir haben echt gut gelootet und wir können nochmal Level up machen. Und da würde ich jetzt erstmal wieder auf Leben oder Entschlossenheit gehen. Eins von beiden. Obwohl, wir machen schon extrem viel Schaden. Da macht es schon fast Sinn, auf Leben zu gehen. Dass wir ein bisschen mehr Vitalität wieder bekommen. Ja. Mir macht diese Waffe momentan wirklich extrem viel Spaß. Es ist einfach schon, ja, es ist Gott eigentlich verboten, was man da an Schaden raushaut. Und wenn man das richtig timet, das ist einfach, dann kommen manche Gegner nicht mal mehr zum Angriff, wenn du dennoch die Legionswaffe benutzt. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das ganze Spiel damit einfach wird, dann automatisch. Aber es ist schon sehr, sehr lustig, das so zu spielen. Und mir hat extrem dieses Baby gefallen, was da durch die Gegend rollt. Das war aber auch wieder ein Highlight für mich. Ja, ich liebe es und mir hat die Folge mega Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.